Servus, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer, am Stand von Suzuki auf der EICMA 2021. Ja, lauter tausender Gixer in den Lackierungen der wichtigsten Weltmeister der Marke. Zweimal gleich, Nummer 7, Barry Sheen. Dann haben wir hier Marco Lucchinelli. Dann haben wir hier Franco Uncini. Da, unverkennbar, Nummer 34, Lucky Strike. Den Kevin Schwanz, eine G6R1000 und eine schöne Frau, bin ich immer gleich ganz nervös. Was haben wir noch? Kenny Roberts Jr. und 2020 Weltmeister Joan Mir. Servus, Joan. So, und jetzt nehme ich wieder mein Mäskchen. Ich möchte nämlich zur großen Neuheit von Suzuki, G6S 1000 GT, die der Max schon getestet hat. Welche nehme ich? Ich nehme gleich die für mich am schönsten von der Farbe her. Hellblau, schwarz, aber dieses Blau taugt mir sehr. Reisemotorrad, ja, Max hat sie für gut befunden. Ich finde es jetzt von der Sitzposition her auch großartig. Könnte man vorstellen, dass sie auch auf weiten Strecken richtig Spaß macht. Und das Besondere ist, dass Suzuki da jetzt erstmals so ein richtig volles Elektronik-Package mit super TFT-Display draufgeschnallt hat. Und es funktioniert eben auch alles. Aber das erwarte ich von Suzuki eigentlich auch so. Patrick, wir schauen noch kurz nach vor, weil da haben wir zwei Versionen von der G6S 1000, das Naked Bike und die Lackierungen. Ja, angeblich nur für Italien, aber ich sage mal, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Könnte man vorstellen, dass das in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch gut ankommen würde. So, und jetzt schauen wir mal zu einem weiteren Modell, das Suzuki groß rausgebracht hat vor zwei Jahren. Die Katana, sind sie sehr stolz drauf. Und jetzt in zwei neuen Farben. Das Grau schaut arg aus. Vor allem mit dem roten Schriftzug, finde ich hübsch. Und da haben wir so eine Blau-Matte, schaut auch cool aus. Was ist neu? Euro 5, klarerweise notwendig, da ein Update gebracht zu haben. Ich glaube, beim Farbdisplay, beim Display, es ist kein Farbdisplay, gibt es zwei Farbmodi. Quickshifter ist jetzt serienmäßig mit dabei. Das ist das, was ich über dieses Modell herausgefunden habe. Vom Motor her, ja, der gleiche wie bei der normalen G6S 1000. Ja, super Murl eigentlich, der bekannte vom K5 abgeleitete Motor. Und hinten haben wir noch den Bergman 400, der wurde natürlich auch für Euro 5 fit gemacht. Wem das jetzt ein bisschen zu wenig war von Suzuki, wir werden sehr viel von Suzuki noch bringen, weil im Jänner startet unsere MotoCon. Und da ist Suzuki mit dabei und da erfahrt ihr dann noch viel mehr Einzelheiten zu den Modellen. Das war jetzt nochmal der Überblick. Cool, diese Tausender Gixer Ahnengalerie. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen von der EICMA 2021. Abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, gebt den Suzukis vielleicht einen Daumen hoch und tschüssi!